Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Was könnte es Schöneres geben, als nach einem harten Arbeitstag nach Hause zu kommen und eine Shapebox auf dem Küchentisch stehen zu sehen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der aktuellen Ausgabe der Shapebox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Shapebox wird mir genauso wie viele, viele andere Boxen kostenfrei von boxpalast.de zum Präsentieren zur Verfügung gestellt und auch zum Benutzen und so weiter. Und ich kann in jedem Video eine Box an euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Ja, ne? Oh, ich bin so froh. Es ist so cool. Mein Freund hat schon Urlaub. Ich leider noch nicht. Ich habe ab dem 23. Dezember Urlaub. Yay! Genau, die 3 Tage gönne ich mir tatsächlich. Die Shapebox erscheint alle 3 Monate, glaube ich. Oder sind das alle 2 Monate? Ich bin gerade voll verwirrt. Nee, alle 2 Monate erscheint die. Ich habe so ein Kärtchen, das ist immer ganz niedlich. Ganz nach dem Motto, fit and fabulous sollst auch du in das neue Jahr starten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren und einen guten Rutsch und ein selbstgemaltes Herzchen. Liebe Grüße, Maria vom Shapebox-Team. Ich feiere das ja immer so hart, ne? Sieht das so in letzter Zeit, macht sie mir mein Herzchen mit drauf. Das finde ich total schön. Ja, du kannst die Shapebox abonnieren. Die kostet dann 24,95 bis 29,95, je nachdem, welche Aboform du halt wählst, ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. Genau, die Shapebox hat immer ein gleichbleibendes Design. Einzig hier dieses Motto ist halt dann entsprechend mit einem Klebi draufgeklebt. Hier ist es fit and fabulous. Also quasi, ja, fit, also vital und wundervoll. Die Shapebox ist ganz schön groß, ne? Es ist echt krass, wie riesig das Ding ist. Ja, wir machen sie mal auf. Lege ich den Deckel eben zur Seite. Und so schaut sie dann aus. Du hast bei der Shapebox immer ein grünes Seidenpapier und einen entsprechenden Klebi, der das zuklebt. Ja, und wenn man dann das Kruselpapier entfernt hat, das grüne Papier, dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und quasi den ersten Blick in die Box. Die Shapebox ist Gott sei Dank nicht nur eine reine, wir machen dich Fitbox, also es ist keine Fitbox. Es ist quasi auch eine Wellnessbox, also dass du so ein bisschen Me-Time, ein bisschen Chillness, ein bisschen Auszeit vom Alltag, ein bisschen Entspannung und ne, all das findest du in der Shapebox immer drin und halt auch Kosmetikprodukte, also dekorative Kosmetik, Beautyprodukte halt, ne, die dich einfach natürlich schön aussehen lassen. Und jetzt gucken wir mal rein, was die sich für den Dezember, Januar überlegt haben. Hier haben wir als erstes so einen Shaker mit drin, das ist immer sehr praktisch. Ich hatte letztens auch mal einen drin, den hat mein Freund genommen. Offset Nutrition ist das hier. Okay, und dann hast du hier wahrscheinlich auch irgendwas drin. One Pretty Little Meal, eine vollwertige Mahlzeit mit Protein, Vitamin und Mineralien. Okay, das brauche ich jetzt quasi nicht zu mir nehmen, weil ich gehe gleich mit meinen Mädels griechisch essen. Wir haben Mädelsabend, ja, einmal im Monat, also alle 1 bis 2 Monate haben wir das immer. Hier oben hast du so ein Viech drin, wenn du quasi den Shake machst, dass du quasi dadurch dann ja das besser shaken kannst wahrscheinlich. Okay, wie kriegt man das denn ab? Gar nicht? Hä, aber ich muss das doch irgendwie aufkriegen können. Hallo? Hallo? Ah. Ein Bümpel, da kannst du dran ziehen. Macht Sinn. Und dann hast du hier verschiedene Sachen drin. Einmal Strawberry Bay, okay, das ist quasi dann mit Erdbeer. Dann Vanilla Beach, das ist ein Vanille-Shake. Und Coco Coast, das ist mit Kokosnuss. Jo, ne, also du könntest dir dann, den kann ich quasi mit zur Arbeit nehmen und mir dann auf Arbeit das Kram machen. Step 2, Step 2, Step 2, ich weiß jetzt nicht, Offset Plan, ich weiß jetzt nicht, was Step 1 wäre. Um das mal so zu sagen. Und das machst du mit kalter Milch. Jo. Und dann kannst du das entsprechend schütteln. Und dann hast du eine vollwertige Mahlzeit. Ja, ne, ich bin jetzt kein Sportler. Aber als Sportler kann man sowas gut gebrauchen. Oder wenn wir halt oben am Machen sind. Wobei ich da dann eher bevorzuge, tatsächlich mir eine richtige Mahlzeit reinzupfeifen. Obwohl du dann auch manchmal vielleicht eher doch etwas zu dir nimmst, was nicht so schwer im Magen liegt. Mal gucken, ob ich das mal austesten werde. Eigentlich mag ich auch nicht so gerne Proteindrinks und so vom Geschmack her allein schon, ne? So, was haben wir als nächstes? Oh ja, M-Asan, Dormacell, eine Augencreme. 15 Milliliter sind hier enthalten. Ja, die lasse ich jetzt erstmal zu, weil ich habe jetzt aktuell wirklich ganz, ganz viele offen. Die brauche ich jetzt nicht aufmachen. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit von M-Asan echt ganz schön viel in Boxen drin. Finde ich echt interessant. Also, das ist wirklich cool. Fühlt sich deutlich schwerer an als nur 15 Milliliter. Also, ich kann ja mal eben die Folie entfernen und mal gucken, wie das Pöttchen aussieht. Weil das interessiert mich ja schon. Ich muss es ja nicht aufmachen.
Ich kann ja das Pöttchen angucken. Schöne goldene Verpackung, ne? Das mag ich ja sehr gerne von dieser Reihe von Dormazel. Da habe ich auch eine Handcreme von auf Arbeit stehen. Oh mein Gott. Boah, ist die schön. Boah. Boah. Boah, boah, boah. Das ist Plastik, aber schick, ne? Und dann hast du diesen Tiegel da drin. Und meine Herren, das sieht voll hübsch aus. Und ein Spiegel ist oben auch noch mit drauf. Da kann man sich richtig drin angucken. Theoretisch, ne? Dann auch mal eben so to go. Ja gut, Augencreme to go brauchst du jetzt so eigentlich nicht. Aber dass ein Spiegel drauf ist, finde ich cool. Mensch, ne? Abwarten, bis andere leer sind. Von Eucerin. Ich glaube, die habe ich jetzt schon als, weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Tagescreme, die ich hier mit drin habe. Hyaluron-Filler Day, Sonnenschutzfaktor 30 ist es, glaube ich. 20 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ne, das ist eine Creme, eine gute Creme, eine Apothekencreme. Glaube ich auch sogar parfümfrei, schlag mich tot, keine Ahnung. Ja, ne, cool. Von Santé Natur Kosmetik Family Glanz Haarspülung. Ja, Glanz kann ich gut gebrauchen. 150 Milliliter mit Bio-Birkenblatt und Provitamin B5. Provitamin B5, ja. Ja, ja. Haarspülung ist auch immer gut. Ich weiß gar nicht, warum das Family heißt. Vielleicht, weil das auch Kinder benutzen können und nicht nur Erwachsene. Ich weiß es nicht. Hat einen zarten Geruch, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie aufdringlich oder so. Ja. Muss getestet werden, auf jeden Fall. Und Naturkosmetik finde ich auch ganz interessant. Ich bin immer so skeptisch, weil meine Haare sind so lang und sie brauchen wirklich eine speziellere Pflege, weil sie auch einfach blond sind. Blond ist ja auch immer so eine Sache für sich. Ja, aber wird getestet. Dann habe ich hier einen Brief mit drin, da, in einem lila Umschlag. Gucken wir mal, was der Brief sagt. Wellmax Body Style. Körperstraffung durch lymphaktivierende Massage. Oh ja, im Wert von 24,90 Euro. Da muss ich mal gucken, wo ich ein Wellmax bei mir in der Nähe habe. Ich wohne ja echt auf dem Land. Also wir haben hier sowas nicht unbedingt in der unmittelbaren Nähe. Aber da muss ich echt mal gucken. Da bin ich wirklich interessiert. Gültig bis 30.06.2020. Also das wäre halt auch gegebenenfalls etwas, was man verschenken kann. Oder was man einfach an sich selber schenkt. Ne? Hier hast du wirklich, dass du da was reinschreiben könntest und wie auch immer. Aber das finde ich interessant. Ach, guck an. Körperstraffung durch lymphaktivierende Massage. Sowas habe ich noch nie gemacht, ne? Muss ich mal machen. Oh, hier haben wir wieder was zu essen. Das hatte ich auch schon mal. Das ist lecker. Von Alos Linsenaufstriche. Beluga-Linse Balsamico. Ja, das hatte ich auch mal mit auf der Arbeit gehabt und hatte mir dann mein Frühstücksbrot geschmiert. Und dann kam mein Chef und der Finanzbuchhaltungsleiter und guckt mir so über die Schulter, ganz skeptisch, was macht die Frau sich da nur drauf. Ja, ne, es ist lecker. Also es riecht schon gewöhnungsbedürftig, aber es schmeckt wirklich gut. Du hast diesen Tomatengeschmack auch mit dabei. Und ich finde das einfach gut und das ist für einen gesunden Start in den Tag einfach eine gute Geschichte. Ja, ne, ich habe es auch schon komplett einmal aufgegessen und freue mich, dass ich es jetzt wieder drin habe. Und durch diese Balsamico-Note hast du das Ganze halt noch ein bisschen interessanter auch so, ne? So ein bisschen Tomate mit Balsamico und dann halt diese Linsen mit dabei. Das ist auch von der Konsistenz gewöhnungsbedürftig her, weil das halt echt auch grobe Stückchen hier drin sind. Das sieht man wahrscheinlich auch hier unten. Aber ich mag das gerne. Bestes Bio, bewertet von 100 Bio-Kunden 2019. Siehst du, auch das noch. Ja, hier habe ich wieder von Batiste ein Trockenshampoo Anti-Frizz. Ja, zum einen, ich verwende kein Trockenshampoo, zum anderen ist es mit Kokosduft, also schon mal überhaupt nichts für mich, also dieses Produkt wird weiter wandern, ich benutze sowas nicht und ich mag auch keinen Kokosduft, aber ich weiß, dass viele andere das sehr gerne mögen. Anti-Frizz ist das, für krauses oder widerspenstiges Haar, auch das habe ich nicht, also wie man sieht, ich habe glatte Haare, ja, ne, aber nichts für mich. Jetzt komme ich zu etwas, was ich eigentlich ungern in die Kamera zeige, aber ich tue es jetzt einfach mal. Das hatten wir auch schon mal drin. Ich glaube, in der Pinkbox war das drin, weil die Boxen, die gehören ja zusammen, ne? Also ich zeige euch ja immer, was in den Boxen drin ist, damit du dich quasi entscheiden kannst, welche Box für dich am besten passt. Und ja, dann doppeln sich dann auch manchmal die Produkte, was ich nicht schlimm finde, weil wenn es gute Produkte sind, dann habe ich die ja gerne doppelt da. Das hier sind aber so von Fulminan Schöne Haut, von Wissenschaftlern entwickelt, eine Trinkampulle täglich. Ich werde es auch demnächst in meinem Aufgebraucht-Video tatsächlich zeigen. Du musst immens viel von diesen Trinkampullen trinken, damit sich überhaupt ein Effekt zeigt. Und hier haben wir 7 Ampullen drin, sprich für eine Woche, was aber nicht der empfohlenen Verzehrlänge entspricht. Also du musst es deutlich, deutlich länger testen. Also sowas
hast du dann vielleicht mit dabei, um zu gucken, ist so als Kostprobe, ne? Schmeckt mir das überhaupt? Aber einen Effekt von den 7 Ampullen wirst du in deiner Haut nicht sehen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich werde sie trinken und weil ich den Geschmack eigentlich ganz gerne mag. Das schmeckt so ein bisschen nach flüssigen Gummibärchen. Das mochte ich wohl ganz gerne. Flüssige, etwas saure Gummibärchen. Fliegt gerade ein Flugzeug über unser Haus, läuft bei uns. Hallo? Also da muss ich sagen, ja. Trinkampulle mit Kollagenpeptiden. Soll jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas zu sich nehmen will oder eben nicht. Das hier ist das Letzte, was da drin ist. Und es ist einfach ein Beutel. Es ist quasi ein Rucksack, der natürlich extrem effektvoll aussieht, um das mal so zu sagen. Ne? Also damit fällt es auf. Also bei mir in der Jugend sagte man dazu Turnbeutel. Ne? Also das ist einfach, du trägst es halt wie so ein Rucksack und dann hast du halt einen Turnbeutel. Ja, es ist innen, huch, aber ich bin kein Fan von Turnbeuteln. Ich habe Handtaschen und ja, brauche sowas jetzt nicht unbedingt. Das ist ja, nichts für mich, aber es ist nun mal mit dabei, ne? Ja, also diese Box fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Da hat die Shapebox schon deutlich bessere rausgebracht. Ja, ich würde mich jetzt nicht irgendwie fit and fabulous für 2020 fühlen mit diesen Produkten. Den Hintergedanken dahinter verstehe ich auf jeden Fall, dass die halt verschiedene Produkte auch geben. Eben hier fabulous, ne, so ein bisschen Glitzer, fit, dass du halt schöne Haut bekommst durch die Ampullen oder eben durch diesen Aufstrich, dass es halt was Gesundes ist oder halt Naturkosmetik. Ja, aber was mich am meisten freut, ist quasi die Lymphdrüsenmassage, die finde ich ganz interessant, und die Augencreme, allein von der Optik her schon, ne? Ja, aber ansonsten hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also von daher, so lala. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Also, ja, ne? Also der wird erfahrungsgemäß relativ hoch sein. Allein durch den Gutschein sind wir schon bei 24,90 und dann noch plus die anderen ganzen Geschichten. Da bist du immer schnell bei 100 Euro oder so. Joa, das war jetzt die Shapebox von Dezember, Januar. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!